Naomi Akimoto arbeitet sehr intuitiv zu einer alten japanischen Sage von einer Frau, einer Konkubine, und hat wie eine Spinne das Schloss eingewebt. Die alte Bambusschneider hatte eine strahlende Bambus gefunden. Da drin gibt es eine Prinzessin, aber als Baby. Diese Szene wird aus Keramikskulptur ausgedrückt. Inspiration bekommen und besonders diese Installation mit den transparenten Faden. Früher habe ich schon mit Faden gearbeitet und oft mit keramischer Skulptur kombiniert, aber diese ganz dünne transparente Faden habe ich hier also erste Mal probiert. Zeichnung ist auch für mich ein sehr wichtiges Medium. Manchmal für Entwurf, für Skulptur habe ich gezeichnet, aber bei diesen Zeichnungen kann man auch schon sehen, so viele Bezug mit dieser japanischen Literatur.